Hallihallo, Hallöle, kommt zurück zum Fast and Idle RPG. Weiter geht's. So, wie ihr seht, ne, die Muriel hat einen neuen Skin, die Krankenschwester. Bekommt er ja für die Firestone-Forschungen, weiß nicht, wie viel ihr genau machen müsst. Hat es aber fertig. Hat aber wirklich nur reine Deko-Sachen. Hat keinen Effekt auf irgendwelche Statuswerte, nur Deko. So, hier können wir auch mal gucken, dass wir wieder die Kisten öffnen. Erstmal die Kartenmissionen, genau, ach, ist auch wieder fertig, genau, können auch wieder machen. Gucken wir mal schnell einmal durch. Und diesmal alle drei mit Sterne. Uiuiui. Jo. Machen wir mal kurz alle hier an. Natürlich erstmal die mit den Sternen. Doppelte Belohnung. Selbe Zeit. Dann machen wir dich noch an. Fertig. Egal. Ich bin mittlerweile 465 und Stage 4706. Also wir haben ein bisschen gemacht, aber vor allem die Forschung. Vor allem die Forschung ist immer gut, immer gut. So, hier machen wir ein bisschen die Kisten auf. Überraschungsboxen. 33 Stück. Da gab es wieder so ein Event, wo es sie wieder auf der Karte wieder gab. Oh, viele Meteoriten. Ein paar Schlüssel, ja, warum nicht? Okay. 82 Schenkel des Orakels. Können wir 50 auf einmal öffnen? Egal, machen wir auf. Werkzeug immer gut. Metroiden, Werkzeug, jo. Leider keine Schlüssel, ne? Schade. Also auch, oh, Schlüssel, ne? Gerade noch von gesprochen. Das haben wir einen bekommen. Zwei sogar. Uiuiui. Schön, schön, schön. So, Solartruhen. 17 Stück. Die Glyphen brauchen wir natürlich, ne? Die hier brauchen wir, ja. Ganz wichtig. 14 von den Lunatruhen. So. Ausrüsten, genau. Und 26 Kometentruhen. Ja, ich bin fleißig. So. Jetzt müssen wir noch einiges damit machen können. Oh. Genau hier. Kurz die ganzen Säcke öffnen. Komm her. Und die noch eben. Seine Metroidenforschung. Soweit auch schon wieder die drei. Der auch schon fertig. Dritte auch schon fast. Habt ihr als Attribute. Es wird nur noch jeder vierte halt, ne? Prestigevoll. Also sind schon mal die wichtigsten. Hier bin ich auch schon wieder hinten. Soweit durch. Denn noch den einmal Energiehelden. Dann auch schon ein bisschen weiter nach vorne. Wie gesagt, hier im Fastman-Forschung bestimmte Anzahl habt ihr das Kostüm automatisch freigeschaltet. Ja, wegen exotischen Münzen. So, Segen. Goldregen. Fertig. Prestigevoll. Fertig. Zauber? Ist egal. Müssen nur so alles machen. Präzision, genau hier. Alle, die im Nahkampf kämpfen. Kommen wir noch was? Nein, schade, das war's. Ah, da ist schon sehr, sehr teuer hier alles, ne? Sehr, sehr teuer. Aber schon auf 2, ne? 21%. Und wieder Profit. 86% Goldeinnahmen. Ja, ob da wirklich so viel ist, so viel mehr ist. Hört sich mal so viel an. 86% mehr. Wächter, wir auch einen Vogel freigeschaltet. Mittlerweile, wie ihr seht. Zwar habe ich natürlich sie jetzt auch schon auf Level 5, also 5 Sterne gemacht. Level 5. Und dann habe ich einen Vogel. Der hat halt hier die Aura, ne, prestigevoll. Deswegen werde ich ihn ja erstmal jetzt hier ein bisschen machen, ein bisschen höher machen. Also nicht wie hoch gucken. Level 5 erstmal, dann gucken, wie viel die Aura ist, wie sich das bemerkbar macht, wie sehr genau. Kann man auch mal machen hier, so, zack. Level 9. Entwickeln können wir nicht, weil ich zu wenig Arkanstaub habe. So, ah. 40 fehlt, okay, egal. Der Vogel heißt übrigens Ankar. So heißt er, so würde er dann als nächstes aussehen, junger Phönix. Ja, die haben ja alle ihre Entwicklungen, ne? Das muss also bitte vielleicht nächste Woche dann nächste sehen können, wie es schon weiter aussieht.
So, Abzeichen. Wollte da mal 35. Zack, auch mal auf. Lalalala. So. Schlüssel weiß ich gar nicht. 34, ja, können wir das entwickeln. Ich habe ja das Schild, war mal glaube ich dran, genau, bin ja Forschung, noch zwei, nee, viermal noch. Mach mal das Schild jetzt. Mach mal das Schild. Immer fertig machen hier. 30 brauchen wir, 34 haben wir. Doppelte Goldregen, Forschung wieder 0,5% mehr Schaden und so weiter und so weiter. Fertig machen. Zack. Auf Titan. Jetzt brauchen wir natürlich wieder 30 auf Engel. Aber ein bisschen hier, ein bisschen da, das hilft alles. Piratenschiff mache ich gar nichts. Ingenieur, mein Panzer ist episch. Wie ihr seht, episch. Kann man hier, ne? Da, episch. Sind aber jetzt nur auf legendär nur 40.000 Werkzeuge mehr. Ist so gut wie gar nichts. Weil vorher auf selten, von selten auf, was war das? Ungewöhnlich auf selten. Wir sehen von 51.000 auf 180.000. Ist schon eine Menge. 129.000 ist schon eine Menge. Aber jetzt von selten auf episch 40.000. Ist ja gar nichts. Hat man natürlich nicht so schnell zusammen, aber schon ziemlich fix zusammen. Mach ich erstmal jetzt die Festung weiter. Klar. Ja, kann man auch noch reinmachen. Deswegen kommen wir wieder. Kampagne versuchen, weiter und zu der letzten Truhe zu kommen, Smaragdtruhe. Wo war man hier stehen geblieben? Bei 33, wie ich 33? Mal nehmen wir zurück. Ne, hier unten, 27. Da sind wir erstmal, gucken, ob wir die jetzt schaffen. Sollte eigentlich, ne? Ich will jetzt auch erstmal wieder die Festung wieder erstmal nur leveln. Weil die mache ich auch, entwickle ich auch weiter halt, ne? Ja, geht auch sehr gut voran. Geht voran. Sehr gut voran. Sehr gut. Kriegen wir wieder ein paar Sterne zusammen heute. Und das hat noch so gut wie gar keinen Schaden genommen. So gut wie gar keinen. Kriegen wir wieder einige Sterne zusammen heute. Richtung Smaragdtruhe. So, wieder zwei Opaltruhen geschenkt bekommen. Nächste. Dürfte auch ziemlich locker werden. Ja, ich habe noch auf alle Fälle noch. Innerhalb von drei Runden werden 15, ja. Noch eine wahrscheinlich nicht. Müssen wir sehen. Da kommt auch schon ein bisschen Schaden. Die Festung. Aber es geht. Geht auch gut voran. Ja, noch eine werden wir aber nicht schaffen. Nächsten Level nicht. Das glaube ich nicht. Aber den schaffen wir noch auf alle Fälle. Nächsten können wir vergessen. Wird einfach zu knapp. Nächsten schaffen wir nicht mehr. Aber wieder zwei Opaltruhen. Oh, warum nicht? Auch schon bei 28. Komplett fertig, ne? So, das heißt, danach kommt irgendwo hier oben. 57. Machen wir da weiter. Wieder zwei Opaltruhen. Hm. Wie sieht's hier aus? Sieht auch gut aus. Schaffen wir auch. Ein neuer Panzer dauert noch. Das dauert noch. Da habe ich noch nicht die Materialien für zusammen. Zuflegen wieder, ne? Da muss ich noch ein bisschen warten, ein bisschen sammeln. Mal schon mal die Festung auf episch. Werde ich jetzt für sie sammeln, ist sie auf legendär bekommen, wird sie noch stärker werden.
Oh, weiter geht's. Dürften wir auch locker schaffen. Ja, heißt doch, ja, doch schon ziemlich locker. Ja, immerhin, über zwei Runden, ja. Also zwei Level, ne? Schaffen wir auch ohne Probleme. Ja, sehr gut. Gucken, wie dann der Sprung von legendär auf die nächste Stufe ist. Mach ich es vielleicht erstmal nur legendär. Nach den Talos. Wir erstmal ein bisschen weitermachen vielleicht. Mal gucken, weiter nicht. Vielleicht erstmal noch die Festung will ich auf legendär machen. Man bekommt hier alle 6 Stunden ungefähr Pi mal Daumen, etwas über 1000 Werkzeuge, alle 6 Stunden. Also von daher, es geht schon. Und auch noch so, manchmal durch die Taverne und sowas natürlich auch, ne? Werkzeug per Zufall oder über Überraschungsboxen, 300 hier, 300 da, klar. So, 59. Müssen wir auch noch schaffen. Ja, schaffen wir auch noch, danach aber nicht mehr. Wird schon knapp, aber müssen wir schaffen. Ich könnte natürlich auch erst einen Talos auf episch machen, aber weiß ich nicht. Da muss ja noch ein bisschen mehr leveln, dann ein bisschen mehr Schaden machen. Ja, natürlich auch nicht verkehrt, ne, klar. Man könnte natürlich auch alle 5 Panzer machen, aber dauert dann sehr, sehr lange. Kommt man halt in den Kampagnen jetzt hier nicht wirklich schnell voran. So, mach mal an. Kann auch wieder ein paar Kisten öffnen, glaube ich. Mache ich immer wieder ab und zu mal so einmal die Woche ungefähr. Zwischendurch mal. Wenn ich viele Kisten habe, öffne ich sie immer. Ich habe Siegel ohne Ende, die ich noch machen könnte. Das wäre kein Thema. So, noch eine schaffen wir auf alle Fälle nicht. Und hier oben, da sind wir bei 77. Ja, sind fast auf der Insel oben. Fast. Aber nur fast. Aber wieder ein Stückchen voran, ne? Oh, haut sie weg, macht sie platt. Ja, schaffen sie auf alle Fälle locker. Die nächsten wahrscheinlich auch noch. Dann ist aber wieder Ende. Aber immerhin, ja, immerhin wieder 6 Sterne mehr bekommen. Wieder ein bisschen näher an der Smaragdtruhe. Das ist erstmal das große Ziel, die Smaragdtruhe zu bekommen. Ist im Moment die letzte, die man bekommen kann. Mehr gibt es ja im Moment zumindest ja nicht. Ja, ich schaffe es auch gut. Ich schnapp zweifach, ne? Trotzdem dauert immer noch so lange. Könnte ruhig ein bisschen schneller gehen. Aber egal. So, noch eine Runde schafft man auf alle Fälle. Noch ein Level schafft man nicht. Aber wohl 12 könnte man vielleicht noch schaffen, ne? Noch ein. Erstmal da hinkommen, ne? Wäre schon mal gut. Na komm, machen wir noch einen. Einen versuchen wir noch. Vielleicht schafft man auch noch. 79. Ja, müsste aber reichen. Müsste reichen. 4 Runden Panzer platt. Ja. Mal 15, 20. 20 Runden haben wir. Passt. Festung müsste auch durchhalten. Hat nicht wirklich viel HP verloren. Alles gut.
Oh, die letzte Panzer noch. Yeah. 18 Runden. Fähig. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. 80 sind wir jetzt schon. 80. Kampagne Level 33. 164 Sterne. Das waren. Da ist er. 190. Ja, dort natürlich noch ein bisschen. Aber es geht schon gut voran. Das heißt noch 26 Sterne. Die fehlen noch. Die fehlen noch. Aber es geht voran, geht voran. Kann man auch wieder machen ein Level. Sehr schön. So, Kisten. Ja, 30 Opaltruhen. Machen wir die mal auf. Ach, machen wir alle. Nee, alle nicht. Wir können immer gerne mindestens eine behalten. Rechnen ist gerade wieder erhöht. Jo, warum nicht? Ja, diese Dinger hier braucht man ja für einen neuen Panzer zu bekommen. Drei verschiedene gibt es ja. Einige braucht man davon. Einige. Deswegen mache ich auch jeden Tag immer nur 10 von diesen Kisten auf. Für die Panzer halt. Auch natürlich für Metall und ganzen Schrauben, ganzen Kram, ne? Auch. Aber auch für diese Sachen hier. Die drei. Auch. Ja, kann man wieder einige Kisten kann ich wieder öffnen. Einige auch hier legendäre Truhen wieder. Kann man nicht auch mal machen, dass sie stärker werden. Nicht wegen Siegeln, sondern mehr für die Kristalle halt, für die Währung. Dafür brauche ich noch einiges. Einiges. So. Kann man auch mal noch ein bisschen öffnen. Den Rest mache ich dann wieder offscreen, wie gesagt, mache ich ab und zu mal, manchmal so einige Kisten auf. 1080 für den Ring, oh schön. Kann man auch noch machen. Upgrade-Kosten sind schon ziemlich hoch. So einen Gegenstand aufleveln. Ja, das mache ich natürlich jetzt nicht. Hauptattribute wieder, ja, wieder was hier, da kommt da, Wasser. So, gucken wir mal. Der Bird. Ja, richtig. Ach, der hatte keine Siegel, ne? Wir hatten noch Siegel. Muriel. Wie gesagt, hier ist das Skin, ne? Da. Kann man immer frei wählen, ne? Was man haben möchte, natürlich, ne? Ist klar. Blaze, der hat wieder. Ach, guck mal, der hat doch. Die Rolle. War das richtig auch? Ja. Die Rolle, wo ist die Rolle? Da ist er. Yeah. EP, legendär. Legendär. Dann können wir sofort weitermachen. Goldeinnahmen. Muss ich machen. Ah, egal. Das sind schon weg, ne? 15.000 gerade mal noch. Rüstung aller Helden, Gesundheit aller Helden. Ja, können wir machen. Machen wir einfach mal hier. Schon weg. Ganze Kohle schon weg. So schnell geht das. So schnell. Leider. Ja, ja. So, ja, Prestige habe ich auch mal zwischendurch gemacht, ne? Aber auch schon fast eine Woche her. Aber warte ich erstmal natürlich wieder auch wegen dem Wächter. Gucken wir, was das aus dem wird, was das letztendlich so ausmacht. Wenn man ihn ein bisschen levelt. So, Kampfpass. Muss man halt abwarten, ne? Ja, so, ja, Kartenmissionen, ja, auch wieder fertig, eine, genau, muss er warten, mach mal so einfach, zack. Hat wohl einiges gebracht, die Goldeinnahmen, geht jetzt richtig schön hoch. Auch 52.800 jetzt mittlerweile schon. Ich könnte natürlich noch hier jetzt noch hier öffnen ohne Ende, ne? Mache ich aber jetzt wie gesagt nicht, einfach nur zu langweilig, ne? Wahrscheinlich im Video. Dann mache ich das wieder offscreen, aber es geht wieder gut voran. Jetzt ist schon über 4.700. Mal gucken, ob wir mal die 5.000 schaffen. Das ist jetzt vor allem jetzt nur die Forschung, ne? Nur die Forschung. Gucken, ob wir jetzt vielleicht ein bisschen weiterkommen sogar. Glaube ich zwar nicht. Viel wohl nicht.
oder gucken. Der natürlich, ne, er ist von Blaze, macht natürlich immer viele Gegner auf einmal platt. Es könnte jetzt nur durch die Hauptattribute sein, weil ich jetzt einige Level hoch gemacht habe, leveln konnte. Bringt also auch einiges, wie ihr seht. Wieder gut ein paar Level voran, ne? Gerade das rote Kreuz gesehen ist von dem Muriel. War die Krankenschwester, ne? Ja, die sind natürlich sehr übel, die Viecher. Weil halt mit ihren Bomben Flächenschaden machen. Aber kennt ihr mittlerweile, ne? So, 4714, ne? Lass ich mal dann da stehen, die ich die Goblins da weghab mit den Bomben. Ach, da sind die schon wieder. Übrigens, einmal Prestige machen dauert jetzt, ach komm, geh mal zurück. Dauert ungefähr, wenn ich wieder auf derselbe Stufe bin, 4 bis 5 Stunden. Einmal Prestige machen. Die da mal, die sind nervig. Die Viecher sind echt nervig. Müssen jetzt irgendwo hier überall hier sein. Ah, weg, okay. Ob die da mal irgendwas noch ein bisschen beschleunigen, dass es mehr Sinn macht. Also, ja, mehr öfters Prestige zu machen, dauert schon sehr, sehr lange, ne? Nur um nur auf 4700 zu kommen, schon ungefähr 4 bis 5 Stunden. Ist schon eine Menge. Ne? Deswegen mache ich das nicht mehr so oft Prestige, weil das dauert einfach viel zu lange. Viel zu lange. Na, gucken, ob die da mal irgendwann noch mal was beschleunigen. Ich natürlich, kann natürlich etwas beschleunigen, nur etwas hier bei der Forschung, ist klar. Hier. Abschnitt überspringen halt, ne? Klar. Kann man auch machen, aber bringt nicht wirklich viel. Bringt nicht wirklich viel. So gut wie gar nichts. So gut wie gar nichts. Alles schon probiert, getestet. Da sind die anderen Sachen erstmal wichtiger. Kann man wirklich zum Schluss machen. Vielleicht wird er vielleicht noch die Kisten weiter öffnen. Wieder mit Meteoriten drin und Gold drin und alles, ne? Und dann gucken, wie weit wir nächste Woche sind. Auf jeden Fall sind wir wieder einiges weitergekommen. Wir sind der letzten Truhe, der Smaragd-Truhe, wieder ein Stückchen vorangekommen. 7 Sterne gemacht. 7 in einem Video. Ah ja, müssen wir das mal nachmachen, ne? Okay, also würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche in der nächsten Folge von Faster and Idle RPG. Dann geht's weiter. Bis dahin, schön mit dir.